Richter der Lebenden und der Toten. Apostelgeschichte, Kapitel 10, Verse 42 und 43. Und er, Jesus, hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist, zum Richter der Lebenden und der Toten. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Es gab und gibt keinen Menschen in der Welt, von dem ausdrücklich und genau die Ereignisse seines irdischen Lebens vorhergesagt wurden. Es geht um Geburt, um Leben und um Tod. Psalm 22. Und auch die Auferstehung von den Toten. Psalm 2, 7. Es geht um Jesus Christus, den menschgewordenen ewigen Gott. Es gibt seit vielen Jahrhunderten anerkannte, aufgezeichnete Dokumente, die öffentlich gemacht wurden, um kommende Ereignisse, den Sohn Gottes betreffend, vorauszusagen. Wer außer Gott könnte ein Bild eines Menschen zeichnen, der noch nicht geboren ist? Jesaja 53, 1-12. Jesus selbst bestätigte, dass es diese Aufzeichnungen sind, auf die er sich namentlich berufen konnte und wollte, dem Willen Gottes gemäß. Nachzulesen Hebräer 10, 7 und Lukas 18, 31. Es gab damals Menschen in Israel, die sich sehr daran störten, dass dieser Jesus, scheinbar Sohn eines Zimmermanns, auf diese im Volk der Juden bekannten Schriften der Propheten sich eindeutig berief. Johannes 8, 46 bis 59. Und auch heute stört es viele Menschen, Jesus als den anzusehen und anzuerkennen, der er wirklich ist. Entweder man leugnet seine Existenz oder hält ihn maximal für einen weiteren Propheten oder auch nur einen humanistischen Revolutionär oder religiösen Eiferer, der schon lange tot ist, der quasi nur versucht hat, irgendwie ein Weltverbesserer zu sein, aber der letztlich auch nur gescheitert ist, wie viele andere auch vor ihm und nach ihm. Die meisten heutigen Israeliten und Juden sehen in Jesus Christus nicht den verheißenen Heiland. Und dies, obwohl sie aus den Schriften wissen, dass er kommen sollte und verheißen ist. Aber sie sind blind und haben einen Schleier, ein Tuch, einen Teppich vor den Augen. Ein gekreuzigter Messias, das ist für sie unvorstellbar. So schreibt es auch Paulus in 1. Korinther 1, Verse 22 und 23. Da steht: Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit. Jesus Christus steht für die Verwirklichung eines allmächtigen und allwissenden ewigen Plans des Allerhöchsten, Matthäus 5, 17, dessen Umrisse wir auch in den Prophetien des Alten Testamentes erkennen können, ja, erkennen müssen. Voraussetzung ist sicherlich ein aufrichtiges, vorurteilsfreies Suchen und Glauben und für Wahrhalten. Es ist Gottes eigene Methode, durch diese Prophetien den Beweis seiner Wahrheit, seines Willens und seiner Existenz deutlich zu machen. Weder der Islam noch der Buddhismus oder andere menschliche Religionen haben es je gewagt, Prophezeiungen aufzuschreiben und zu verkünden, die sich dann hinterher auch als Wahrheiten herausgestellt haben. Und warum? Weil sie es nicht konnten. Allein im Alten Testament gibt es 333 Voraussagen, die sich bestätigt haben und erfüllt sind, teils vor unseren Augen. Gott hält sein Wort, Jesaja 46, 9 und 10. Und alles, was geschrieben wurde, musste auch so geschehen, Lukas 22, 37. Und auch in deinem Leben als Kind Gottes gibt es letztlich keine Zufälle. Auch du bist Gott schon lange bekannt und du bist geliebt. Jeremia 31, 3.
In Psalm 139, Verse 15 und 16 heißt es: Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Wir dürfen uns als Christen in Gottes Liebe, in seiner Gnade und seiner Stärke geborgen wissen. Dein Leben und auch alles andere in dieser Welt lebt nicht von Zufälligkeiten. Alle Dinge sind vor Gott offenbar. Irgendwann werden wir die Fragen, die wir jetzt noch in unserer Seele tragen, beantwortet bekommen. Eines Tages werden wir im Himmel sein und Gott sehen, wie er ist. Und dann wird sprichwörtlich alles gut sein. Gott segne, behüte, beschütze, bewahre euch. Er stärke euch am inneren Menschen. Er führe euch im Heiligen Geist nach seinem Willen, zu unserem Besten, zu seiner Ehre. Gott segne euch.